Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. Ihr wart auch bei der Samstagsdemonstration für die Grundrechte auf dem Rosa-Luxemburg-Platz. Ich würde euch gerne fragen, weshalb seid ihr dort gewesen? Ich stehe für die Ungerechtigkeit auf der Welt, die alle Menschen betrifft. Wir Muslime sind eben auch verpflichtet, uns für Nichtgläubige einzusetzen, für Juden, Christen. Das betrifft die ganze Menschheit und deswegen möchte ich Widerstand leisten, friedlichen Widerstand. Ich bin ein Mensch wie alle anderen und zähle mich zu den Menschen. Und mich hat es interessiert, was da passiert. Ich war mehrere Male da, letztes Mal nicht, konnte ich nicht, aber ich werde inshallah wieder gehen. Und ja, genau, das ist meine Motivation. Und wie ist euer Eindruck gewesen von den Menschen, die dort waren und von der Stimmung? Was habt ihr mitgenommen an Erlebnissen? Offenheit, Anteilnahme, Vorurteilslosigkeit. Wir stehen alle für die gleiche Sache, nämlich nicht unterdrückt zu werden. Eine heiße Atmosphäre auch von Seiten der Polizei, die dann, wenn man nicht geht, eben zupacken und auch Leute einsperren, gefangen nehmen, drohen und letztlich aber wieder freilassen. Es sind Einschüchterungsmaßnahmen. Ich war die ersten Male und habe gemerkt, wie es immer mehr Leute geworden sind. Es war sehr friedlich und nur beim letzten Mal ist mir aufgefallen, also meinte ich, dass mir aufgefallen ist, so will ich es mal sagen, dass da schon auch einige Leute aus der AfD waren, weil die nämlich sehr merkwürdig auf mich reagiert haben. So. Okay, jetzt habt ihr genau das Wunde-Thema angesprochen. Das wäre dann auch meine letzte Frage von dreien. Es wurde eben die Beobachtung gemacht, die Beobachtung habe auch ich gemacht, dass Menschen mit rechten Gedankengut, mit extrem rechten Gedankengut dort waren. Und diese Menschen haben ja zum Teil auch die Neigung, Muslime oder allgemein Menschen mit Migrationserfahrung, mit Flüchtlingshintergrund nicht jetzt in Deutschland oder unter sich haben zu wollen. Ich fasse das jetzt mal ganz grob vereinfachend zusammen. Ist ja Allgemeinwissen im Prinzip. Wie reagiert ihr beiden jetzt persönlich darauf, eben als Muslima, als Mensch, der dann vielleicht von denen, die da mit auf dem Rosa-Luxemburg-Platz stehen, nicht hundertprozentig anerkannt oder ja, toleriert werden. Wie geht man damit um? Macht mir überhaupt nichts aus. Also ich kann mich speziell an eine Situation erinnern, wo eine Frau mich sehr, ich sage jetzt mal, feindselig angeguckt hat. Ich habe zurückgelächelt, weil wir Muslime haben ja sowieso eine ganz andere Haltung zu Tod und Leben überhaupt. Und daraufhin fing sie dann an, sich zu vermummen. Das fand ich sehr interessant. Aber ich saß da nur schweigend oder wenn mich jemand angesprochen hat, dann haben wir uns kurz ein bisschen unterhalten und ja, blieb einfach alles friedlich. Später kam dann die Polizei, hat mich aufgefordert, meinen Platz zu räumen und dann habe ich gesagt, jetzt, hat er gesagt, sofort, aber immer noch höflich und dann bin ich auch gegangen. Ich distanziere mich davon, respektiere das. Und wir wollen friedlich bleiben und auf jeden Fall unseren Widerstand, unseren Protest kundtun. Es ist alles nie hundertprozentig auf dieser Erde. Perfektion wird es nicht geben. Und wir müssen einfach versuchen, mit Sachargumenten gegen die Rechten vorzugehen. Ich meine, noch ein Gedanke, wenn ihr erlaubt. Nur weil auf dem Rosa-Luxemburg-Platz inzwischen, nicht von Anfang an, sondern inzwischen auch Menschen kommen, die der AfD und der NPD angehören und von denen eben laut Parteiprogramm auszugehen ist, von diesen Menschen, dass sie Muslime im Allgemeinen ablehnen, jetzt mal ganz pauschal formuliert. Deswegen darf man ja diesen Leuten von der AfD und NPD diesen Rosa-Luxemburg-Platz jetzt nicht überlassen und nur weil da eben 1% oder von den Leuten oder wie auch immer dieser politischen Richtung angehört, darf man meiner Meinung nach nicht sagen, jetzt gehe ich da nicht mehr hin, sondern man muss am besten zu noch viel mehr hingehen, auch genau. Mit linkem Hintergrund, mit Migrationshintergrund,
mit was auch immer, mit jedem menschlichen Hintergrund, mit jedem Hintergrund, der Menschen achtet, Menschenrechte respektiert. Und man darf nicht denen das Feld überlassen, die vielleicht für Rassismus und Antisemitismus sich engagieren, sondern im Gegenteil, man muss dann eigentlich noch mehr werden. So sehe ich das. Kommt zahlreich, erscheint zahlreich, die sich eben dieser Linie nicht aneignen, damit wir zeigen, dass das die Minderheit ist und dass das auch so bleiben wird. Ich habe auf einem YouTube-Video ein sehr schönes Wort gehört, das hat mich sehr angesprochen. Wir sind eine Menschenfamilie. Ja, ich bedanke mich sehr für dieses Interview. Ich wünsche einen guten Ramadan, Ramadan Mubarak. Und dann heute Abend ein gutes Iftar. Dir auch. Alles Gute. Dankeschön. Und teilt, damit so viele Menschen wie möglich davon erfahren. Und auch auf die Straße gehen und auch in ihren Städten sich zusammenfinden, damit das hier keine Zukunft wird. Und ihr habt ihr vor, nochmal hinzugehen zum Rosa-Luxemburg-Platz? Ja, regelmäßig. Ich glaube, nur durch konstantes Erscheinen kann man was tun. Wenn Sie merken, man kann uns einschüchtern, dann haben Sie ja sozusagen gesiegt. Ihre scheinbare Macht hat dann die Oberhand gewonnen und das wollen wir ja nicht. Wir gehen ja einfach nur hin, einen Spaziergang, wir halten die Hygieneregeln ein, wir sind friedlich, wir haben keine Waffen, wir haben nichts in der Richtung. Wir fasten sogar, also kommt alle und vor allen Dingen auch die Jugend, das wäre auch nochmal wichtig zu sagen, weil das ist ja ihre Zukunft. Wir sind ja schon, ne, in einem ganz anderen Alter, aber das fehlt mir ein bisschen. Wo sind denn die jungen Leute alle? Wo sind denn die Jugendlichen von den Muslimen? Wo sind die denn alle? Subhanallah, es geht euch doch alle an. Wollt ihr wirklich alle aussehen wie so ein, weiß ich nicht, so ein Teletubby, wie so ein Roboter-Nachahmung? Also ich nicht, ja. Ich finde es echt dramatisch. Wir sind in einer sehr dramatischen Zeit und die Jugend, die fehlt komplett. Also mir fehlt die komplett. Die immer mit ihren, ja und ja und cool und so. Ja, wo seid ihr denn jetzt? Ja, wo seid ihr denn? Es ist eure Zukunft. Dabei sind die Shisha-Bars ja geschlossen. Ja, genau. Ja. Also das müsste irgendwie noch mehr unter die Jugend rein, auch was da passiert und dass sie was machen, dass sie auch kommen, aber friedlich. Das Wort ist wirklich Friede. Salam, Friede. Wa alaikum salam. Und ich habe überhaupt noch nie jemanden auf dem Rosa-Luxemburg-Platz gesehen, der gewalttätig war oder der gegen einen Polizisten vorgegangen ist. Ich bin da jetzt 5-mal gewesen. Ja. 5-mal. Ich habe nie einen gesehen, der Gewalt ausgeübt hat. Nie. Auch kein Rechter. Die Rechte, da waren Leute von AfD und NPD, aber die haben keine Gewalt gemacht. Ja, und dann, Martin, es ist ja auch normal, wenn die Leute, wenn sie weggesperrt werden, ihre ganzen Emotionen, ja, wo sollen sie denn hin mit ihren Emotionen? Ne? Der eine drückt sich aus macht auf sich einen Clown, der andere macht irgendwas, einfach um sich auszudrücken. Das ist ja wichtig, dass die Leute eine Plattform haben und dass die Leute ja auch ihrem Unmut auch ja sich äußern können, aber eben friedlich. Also ich bin komplett gegen jede Gewalt und gegen jeden Zwang. Da stimme ich zu 100% zu. Es darf keinen Zwang geben, es darf keine Gewalt geben. Und ich begrüße es auch, darüber vielfältig und genau zu berichten, wahrheitsgemäß und sorgfältig zu berichten. Da sehe ich meine Aufgabe als Chronist, als Fotograf, als Journalist. Und ich finde es schade, dass bisher in den Medien nicht erwähnt wurde, dass Musliminnen und Muslime Teil dieses demokratischen Widerstands sind. Es wurde vielfach darauf hingewiesen, dass dort Verschwörungstheoretiker seien, Rechte, Nazis, Antisemiten, Holocaust-Leugner etc. Judenhasser, das Wort ist auch gefallen. Aber es wurde auch von vereinzelten Linken gesprochen, von Künstlern. Alles Mögliche war dabei, aber mir ist persönlich noch keine Veröffentlichung in der Presse untergekommen, die erwähnt hat, dass dort auch Musliminnen sind. Und ich meine tatsächlich jetzt Musliminnen. Es waren zwar auch vereinzelte Muslime da, aber die Musliminnen waren in der Mehrzahl. Frauenpower.
Vielen Dank. Danke, Matt. Ramadan Karim. Ja. Ramadan schönes Karim, Iftar. Ramadan Mubarak, schönes Iftar, alles Barak Gute, Ma Salama. Assalamu alaikum. Aber was